Hallo, ich bin Königin Malia. Und mein Pegasus zieht eigentlich immer meine Kutsche, aber ihm geht es gar nicht gut. Der braucht mal ein bisschen Ruhe. Aber das ist jetzt das Problem. Ich muss einen Schatz ins andere Königreich bringen. Eigentlich würde ich ganz schnell mit meinem Pegasus rüberfliegen, aber das geht jetzt ja nicht. Ich brauche Ersatz. Oh, mein armer Sivan, hoffentlich bist du bald wieder gesund. Ich werde schon einen Ersatz für dich finden. Mach dir keine Sorgen, das klappt schon. Ich habe allen im Königreich Bescheid gesagt, wer einen Ersatz für Sivan kennt, soll einfach mit seinem Pferd oder seinem Einhorn vorbeikommen. Hallo, Malia. Hallo, Sandra. Du weißt ja, ich habe einige Pferde in meinem Stall. Wenn du möchtest, kannst du mal mitkommen und schauen, ob ein Pferd dabei ist, das deine Kutsche ziehen kann. Das ist wirklich nett. Ich komme direkt mit. Es eilt. Der Schatz muss schnell ins andere Königreich gebracht werden. Danke, dass ich mit in deinen Stall kommen durfte. Aber gerne, Hoheit. Na, du kleines Miezekätzchen? Du bist auf jeden Fall schon mal zu klein. Die ist ja total niedlich. Aber meine Kutsche kann sie nicht ziehen, also suchen wir weiter. Schau mal, das ist Champ. Ich glaube, der ist etwas zu klein für deine Kutsche. Das wird wohl zu schwer für ihn. Jetzt kommen wir zu meinen größeren Pferden. Vielleicht ist da einer dabei, der deine Kutsche ziehen kann. Oh, der Graue gefällt mir unglaublich gut. Wie heißt der? Das ist Rabe, der Größte bei mir im Stall. Wenn einer deine Kutsche ziehen kann, dann ist er am besten geeignet. Oh, ein Fohlen, ist das putzig. Die Stute ist auch sehr kräftig. Aber sie muss auf jeden Fall bei ihrem kleinen Fohlen bleiben. Los, Malia, wollen wir es mit Rabe versuchen? Oh, die Katze, die würde ich so gerne mitnehmen. Die ist ja so niedlich. Ich denke, du hast es eilig. Du hast recht, meine Pflicht als Königin ruft wieder. So, mein guter Rabe, du sollst eine Kutsche ziehen. Das kannst du doch, oder? Schau mal, ich glaube, das passt gut. Oh, das ist mir eine sehr große Hilfe, wenn der Rabe mich begleiten würde. Hallo, Malia. Ich habe gehört, du bist auf der Suche nach einem Pferd. Hallo, Amanda. Danke, dass du mir deine Hilfe anbietest. Mein Mondschein ist ein sehr kräftiges Pferd. Das kann sehr gut eine Kutsche ziehen. Hallo, guten Tag. Sie haben aber wirklich ein sehr, sehr schönes, großes und kräftiges Pferd. Das kann sicher die Kutsche gut ziehen. Also wenn du mich fragst, Malia, der Rabe wird es zwar schaffen, aber dieses Pferd ist auf jeden Fall noch größer und stärker. Da bist du bestimmt schneller im anderen Königreich. Da hast du recht. Amanda, können wir mal ausprobieren, wie es mit deinem Mondschein ist, wenn wir ihn vor meine Kutsche spannen? Aber natürlich, dafür bin ich ja da. Oh Mondschein, du bist ja fast so groß wie mein lieber Pegasus. Ich glaube, mit dir bin ich auf der sicheren Seite und komme gut ins andere Königreich. Los geht's, Mondschein. Tschüss, bis bald und danke für eure Unterstützung. Passt gut auf Sivan auf. Ich bin bald wieder da, Sivan. Tschüss, gute Reise. Tschüss.